Brücken über Brücken. Deutschland eine Brückenlandschaft. Brücken aus Stein, Holz, Stahl und Beton. Brücken im Wechsel von der Bahn, dem Auto, dem Fußgänger benutzt. Feste Brücken und bewegliche. Kaum ein Mensch kennt die Zahl dieser Bauwerke, die sich in Deutschland über natürliche und künstliche Hindernisse spannen. Allein die Deutsche Bundesbahn besitzt rund 25.000 Brücken. Brücken müssen instand gehalten werden. Tag für Tag sind die Brückenprüftrupps der Bundesbahn unterwegs und halten in Bild und Protokoll alle sichtbaren Schäden am Bauwerk fest. Was das Polaroid-Foto nicht zeigt, bringt das Ultraschallmessgerät an den Tag. Es zeigt an, ob und wie tief der Rost sich in den Stahl gefressen hat. Ja, will das mal messen, hier wie viel das abgerostet ist. Was für Stärke. Ja. Ja. Okay. Diese Messergebnisse und auch alle anderen Prüfungsdaten tragen die Techniker der Bahn in die Diagnose- und Instandsetzungsblätter ein. Im Brückenbuch, dem abgehefteten Lebenslauf einer Brücke, werden diese Blätter gesammelt. Aus ihnen kann man alles über den Zustand des Bauwerks erfahren. Von den festgestellten Schäden können fast alle an Ort und Stelle behoben werden. Wenn Presslufthammer und Sandstrahlgebläse ihr Werk beendet haben, fehlt nur noch ein neuer Farbanstrich. Vorbereitungen für die Probebelastung einer neuen Brücke. Mit dem Nivelliergerät wird die Durchbiegung gemessen. Es zeigt die Verformung in Zehntelmillimetern an. Im praktischen Versuch wird dann mit der größten Belastung nachgeprüft, was Statiker vorher berechnet haben. Das unter der Brücke angebrachte Messgerät zeigt an, Belastungsprobe bestanden. Die Bundesbahntechniker nehmen übrigens nicht nur den TÜV für Brücken ab, sondern betreiben auch eigene Reparaturwerkstätten, wie diese Brückenmeisterei in Hamburg-Lockstedt. Hier werden kleinere, alte Bauwerke aufgearbeitet, damit sie an anderer Stelle wieder eingebaut werden können. Diese Brücke soll eine Behelfskonstruktion ersetzen. Auf der Schiene wird sie zu ihrem neuen Standort in Schleswig-Holstein transportiert. Am Zielort wartet schon ein neues Gleis. Brücken wechselt die Bundesbahn wann immer möglich in verkehrsarmen Stunden aus, also meistens nachts. Auch bei dieser Arbeit kommen die Eisenbahner ohne fremde Hilfe aus. Technische Überwachung, Bau und Montage, alles liegt in einer Hand. Ein Prinzip, das Sicherheit schafft.